Ich war ein Lego-Kind. Besonders cool fand ich Lego-Technik. Mit Lego-Technik konnte man so Fahrzeuge und Maschinen bauen. Und ich fand das irgendwie cool. Vielleicht haben meine drei großen Brüder mich irgendwie zu dieser Leidenschaft gebracht. Eine Sache, die mich daran fasziniert hat, waren Zahnräder. Ich fand es total spannend, einfach Zahnräder ineinander zu stecken und dann meinen kleinen Lego-Motor daran anzuschließen und zu gucken, wie sich dieses System aus Zahnrädern immer weiter dreht. Einige von euch können sich vielleicht da mit mir identifizieren, andere finden das vielleicht etwas komisch, aber ich war halt ein Lego-Kind. Und ungefähr 10 Jahre nach meiner Lego-Technik-Phase hat sich der Teil meines Gehirns, der für Zahnräder zuständig ist, wieder zurückgemeldet. Und dieser Teil in meinem Gehirn hat ein Bild in mir hervorgerufen. Als ich ungefähr 19 Jahre alt war, da habe ich viel über den Sinn des Lebens nachgedacht. Und das hat mich ziemlich fertig gemacht, weil ich einfach keinen Sinn gefunden habe. Ich habe mich gefragt, wozu es eigentlich uns Menschen gibt. Wozu sind wir hier auf der Welt und was hat Gott eigentlich mit dem Ganzen zu tun? Und in dieser Zeit hatte ich dieses Bild in meinem Kopf. Und dieses Bild hat meine Verzweiflung ziemlich gut zum Ausdruck gebracht. Ich habe mir vorgestellt, dass wir Menschen wie Zahnräder sind. Wir sind Teil eines größeren Systems. Wir funktionieren darin und haben eine gewisse Relevanz, aber letztlich drehen wir uns nur um uns selbst. Wir sehen nur uns selbst und unsere Drehung um uns selbst. Vielleicht haben wir noch die Hoffnung, dass unsere Drehung auch bewirkt, dass sich unser Nebenmann in gleicher Weise dreht wie wir. Aber letztlich bleibt nur das eine. Ich mit meiner Drehung um mich selbst. Ich habe dann noch gedacht, naja, vielleicht gibt es noch irgendwie einen Konstrukteur von dem Ganzen, der irgendwann mal diese ganzen Zahnräder zusammengesteckt hat. Oder einen Motor von diesem System, der alles am Laufen hält. Ja, das ist dann wohl Gott, habe ich gedacht. Aber diese Vorstellung von Gott hat mich irgendwie unendlich traurig gemacht. Denn was bringt es mir denn, wenn ich weiß, dass dieses System von einem Motor betrieben wird, aber ich dann doch nur mich selber mit meiner Drehung um mich selber sehe? Eine frustrierende Vorstellung, aber so habe ich mir das Leben vorgestellt. Ein System aus Zahnrädern, wo jeder irgendwie funktioniert. Und ich habe gemerkt, das ist nicht einfach nur ein Bild in meinem Kopf, sondern das ist das, wie ich die Realität wahrnehme. Ich habe mein eigenes Leben betrachtet und habe gemerkt, ja, es ist doch letztlich so. Ich drehe mich nur um mich selber. Ich bin wie dieses Zahnrad. Vor ungefähr 3 Jahren hat eine Freundin von mir eine Frage in den Kopf gesetzt. Sie hat mich gefragt, was wäre, wenn Gott dich fragt, bin ich dir genug? Was würdest du antworten? Ich war ehrlich gesagt etwas peinlich berührt von dieser Frage, weil, wenn ich ehrlich bin, war Gott mir noch nie genug. Ich selbst bin mir genug. Mich um mich selber drehen, das kann ich ganz gut. Aber Gott? Ja, ich weiß, es ist irgendwie doch immer wichtig, als guter Christ zu sagen, Gott ist mir das Wichtigste im Leben. Er steht an höchster Stelle,
Nichts kann seinen Platz einnehmen. Aber ich habe so gedacht, boah, wenn ich ehrlich bin, dann bin ich mir das Wichtigste. Ich stehe an oberster Stelle in meinem Leben. Ich drehe mich um mich selbst. Diese Vorstellung von dem System aus Zahnrädern und auch die Frage, ob Gott mir eigentlich genug ist, die sind, wie gesagt, jetzt schon mehrere Jahre alt. Aber diese ganzen Gedanken kommen immer wieder bei mir hoch. Und so auch, als ich einen Text aus der Bibel gelesen habe, der mich irgendwie ziemlich berührt hat. Dieser Text steht in 2. Chronik 5. Salomo hatte gerade den Tempel fertig gebaut. Unzählige Menschen hatten sich zu diesem Ereignis versammelt. Und jetzt stand noch der letzte große Schritt an. Die Bundeslade wurde hergebracht und wurde feierlich in den Tempel hineingetragen. Ich lese einige der folgenden Verse vor. Dann brachten die Priester die Bundeslade Jahwes an ihren Platz im hintersten Raum des Hauses des Höchstheiligen, unter die Flügel der Cherubim. Dann zogen die Priester aus dem Heiligtum aus. Alle anwesenden Priester hatten sich geheiligt, unabhängig davon, ob sie Dienst hatten oder nicht. Und alle anwesenden Tempelsänger, die Leviten, Asaf, Heman und Jedutun, mit all ihren Söhnen und Brüdern, waren in feines weißes Leinen gekleidet und standen mit ihren Zimbeln, Harfen und Zittern an der Ostseite des Altars. Neben ihnen standen etwa 120 Priester mit Trompeten. Als die Trompeter und die Sänger einstimmig begannen, Jahwe zu loben und zu preisen, als der gemeinsame Klang von Trompeten, Zimbeln und den anderen Instrumenten beim Lob Jahwes erklang, denn er ist gütig und seine Güte hört niemals auf, da wurde das ganze Haus, das Haus Jahwes, mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hineingehen, um ihren Dienst zu tun, weil die Herrlichkeit Jahwes das Haus Gottes erfüllte. Soweit der Text, aber was hat das jetzt eigentlich mit den Zahnrädern in meinem Kopf zu tun? Was hat das mit meinen Gedanken von damals zu tun, dass wir nur ein Teil eines Systems sind, mit Gott als Motor? Oder was hat das mit der Frage zu tun, ob Gott mir eigentlich genug ist? Oder damit, dass ich mich nur um mich selber drehe? Ich habe mich dabei an etwas erinnert, was C.S. Lewis einmal sinngemäß gesagt hat. Er hat gesagt, dass Glaube nicht statisch, sondern dynamisch ist. Das heißt, eine Beziehung zu Gott ist keine statische Maschine, so wie die Zahnradmaschinen aus meiner Kindheit, sondern Glaube ist etwas Lebendiges. Glaube ist wie ein Tanz mit Gott. Erstmal ein merkwürdiger Gedanke, oder? Glaube ist wie ein Tanz mit Gott. Aber dieses Bild zeigt so sehr, wie falsch meine Vorstellung von dem System aus Zahnrädern war. Glaube ist nicht das Wissen, dass mein System von einem Motor betrieben wird. Glaube ist ein Tanz mit Gott. Und dieser Gedanke verändert irgendwie ganz viel. In diesem Tanz würde es dann nicht mehr darum gehen, dass ich mich um mich selber drehe, wie ein kleines Zahnrad in einem großen System. Sondern in diesem Tanz würde ich mich um Gott drehen. In diesem Tanz wäre Gott mein Fokuspunkt, mein Mittelpunkt. Und ich merke sofort, dass dieser Gedanke von dem Tanz mir viel besser gefällt als der von den Zahnrädern. Denn um es mit den Worten von Tim Bensko zu sagen, die wir eben gehört haben, ich bin doch keine Maschine.
Ich bin kein Zahnrad in einem größeren System. Das ist nicht mein Leben. Ich bin keine Maschine. Ich bin etwas Dynamisches, etwas Lebendiges. Ich bin keine Maschine. Und vielleicht wird jetzt schon etwas klarer, warum mich dieser Text aus 2. Chronik 5 so berührt hat. Glaube ist nicht statisch, sondern dynamisch. Glaube ist lebendig. Glaube ist wie ein Tanz mit Gott. Und genau diese Gedanken finde ich auch in diesem Text. Hier wird ein Fest gefeiert. Endlich ist der Tempel fertig. Die jahrelange harte Arbeit hat sich gelohnt. Nun steht dieses Gebäude in all seiner Pracht und Größe vor ihm. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Vorher wurden schon unzählige Schätze und Kostbarkeiten in den Tempel getragen, aber nun folgt die Bundeslade. Die Bundeslade bekommt ihren Platz im Tempel. Und die Bundeslade, die hat tatsächlich schon eine recht weite Reise hinter sich. Sie wurde gebaut, als das Volk Israel noch am Berg Sinai war. Dort hat Gott mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen. Er hat dem Volk gesagt, ich will zu euch halten, wenn ihr auch zu mir haltet. Konkret sah das so aus, dass Gott dem Volk Gesetze gegeben hat, die Mose dann auf Steintafeln geschrieben hat. Und diese Bundeslade war im Prinzip einfach ein Holzkasten, wo diese Steintafeln drin aufbewahrt wurden. Aber man muss schon sagen, das war wahrscheinlich der spektakulärste Holzkasten, den es je gegeben hat. Erstmal war er innen und außen komplett mit Gold überzogen. Der Deckel bestand aus purem Gold und überall waren filigrane Verzierungen aus Gold angebracht. Und oben auf diesem goldenen Holzdeckel waren zwei große Cherubim-Statuen. Das waren himmlische Wesen mit großen Flügeln, die als Wächter eingesetzt wurden. Diese Cherubim haben also sinnbildlich den Inhalt dieser Bundeslade bewacht. Und es ist sogar noch krasser. Gott sagt an einer Stelle zu Mose, hier auf der Bundeslade zwischen diesen Cherubim, da möchte ich dir begegnen. So als wenn da so ein unsichtbarer Thron auf dieser Bundeslade wäre. Ein Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Diese Vorstellung ist irgendwie vielleicht etwas merkwürdig, wie ein Thron auf dieser Bundeslade, wo Gott gegenwärtig ist. Aber eigentlich ist es auch wieder logisch, weil in dieser Bundeslade waren ja die Steintafeln mit dem Gesetz. Und Gott sagt ja im Prinzip, hier wo die Bundesgesetze sind, da bin ich, da will ich dir begegnen. Ich bin da, wo der Bund eingehalten wird. Und ich möchte mit euch gehen, so wie diese Bundeslade mit euch geht. Da, wo die Bundeslade ist, da möchte ich euch begegnen. Und deswegen ist es so ein Riesending hier mit der Bundeslade. Deswegen wird dieses große Fest hier gefeiert. Weil wenn wir jetzt wieder zurück zu der Geschichte gehen, dann wird klar, was hier eigentlich gerade passiert. Da, wo die Bundeslade ist, da ist Gott. Und diese Bundeslade wird jetzt in den Tempel getragen. Es ist im Prinzip so, als würde Gott in sein neues Haus einziehen. Natürlich ist klar, dass Gott nicht wirklich in einem Haus wohnt. Das weiß auch Salomo, der sagt später, ja, nicht mehr Himmel und Erde, nicht mehr das ganze Universum könnte dich, Gott, irgendwie beherbergen. Natürlich dann auch nicht sein kleines Haus, was ich dir gebaut habe. Aber trotzdem, Gott nimmt diesen Tempel als sein Haus an. Er sagt, hier im Tempel, da möchte ich euch begegnen. Ich möchte da sein, wo der Bund gehalten wird, da, wo die Bundesgesetze sind. Ich möchte hier sein, wo ihr mit mir Beziehung lebt. Und ich finde das so genial, wie das hier alles abläuft. Alle kommen zusammen und warten gespannt darauf, was eigentlich jetzt passiert.
Und dann endlich kommen die Priester auf ihren Schultern diese gigantische goldene Bundeslade. Sie nähern sich dem Volk, gehen weiter Richtung Tempeleingang und dann mitten hinein. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie die ganze Menschenmenge da draußen stand und noch gespannt hinter den Priestern hergeschaut hat in den Tempel, bis sie irgendwann nicht mehr zu sehen waren. Und dann fängt eigentlich erst der Lieblingsteil in der Geschichte an von mir. Die Priester kommen wieder raus. Tempelsänger kommen in ihren allerschönsten Sonntagsklamotten und spielen die unterschiedlichsten Instrumente. Dann stellen sich einfach mal 120 Priester auf und bilden einen riesigen Trompetenchor. Und alle fangen an zu singen, denn er ist gütig und seine Güte hört niemals auf. Und während dieser unglaubliche Lobpreis, dieser riesige Trompetenchor ertönt, kommt eine Wolke vom Himmel und hüllt das ganze Tempelgebäude ein. Was für eine geniale Situation. Und das mit der Wolke, das war den Israeliten schon bekannt. Das kam jetzt schon öfter vor. Zum Beispiel bei Mose, als er die Gesetze empfangen hat, da wurde der ganze Berg mit einer Wolke eingehüllt. Oder als die Israeliten dann durch die Wüste gezogen sind, ist eine Wolkensäule vor ihnen hergezogen. Das war also immer ein Zeichen von Gott, der sagt, ich bin hier bei euch. Er benutzt diese Wolke als Zeichen seiner Gegenwart. Und ich finde das so cool, dass er gerade eine Wolke dafür benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe früher mich gerne auf so Wiesen gelegt und habe einfach den Wolken hinterher geguckt. Und ich fand das immer total spannend, weil das so voller Bewegung war. Ständig ergeben sich neue Wolkenbilder, neue Formen entwickeln sich, ein Spiel aus Licht und Schatten entsteht. Es ist fast schon wie so ein kleiner Tanz am Himmel. Und Gott nutzt ausgerechnet diese Wolke, um seine Gegenwart darzustellen. Es gibt wohl kaum ein dynamischeres Bild dafür. Gott begegnet in dieser Wolke, in dieser dynamischen, beweglichen und irgendwie ungreifbaren Wolke. Und ich stelle mir diese Situation so unglaublich vor. Und ich denke mir so, ja, genau das ist dieser Tanz mit Gott. Diese Situation hier ist keine tote Maschinerie aus irgendwelchen Ritualen. Denn das war ja im Volk Israel wirklich oft ein Problem, diese toten Rituale. Und ich glaube heute auch noch, tote Rituale. So Dinge wie, ja, vor dem Essen beten, das macht man halt so. Morgens Bibel lesen, ja, habe ich schon immer so gemacht. Und natürlich, das sind keine schlechten Dinge. Rituale sind gut, aber Rituale können eben auch tot sein. Aber hier ist es anders. Hier ist echtes Leben, ein lebendiger Tanz, ein großes Fest. Und ich habe das Gefühl, die Leute wissen hier ganz genau, was gerade passiert. Sie merken richtig, dass Gott anwesend ist. Sie können es ja förmlich sehen in dieser Wolke. Wie ein lebendiger Tanz. Ein lebendiger Tanz. Und ich möchte euch noch ein bisschen tiefer in dieses Bild vom Tanz hineinnehmen, weil das für mich persönlich irgendwie ganz viel bedeutet. Ich habe immer gerne Tanzfilme geguckt, aber war selber nie so die große Tänzerin. Ich habe einfach nicht verstanden, wie Tanzen eigentlich funktioniert. Irgendwelche Menschen bewegen ihre Gliedmaßen im Takt der Musik und bei manchen sieht das irgendwie gut aus und bei manchen irgendwie nicht. Und ich habe immer gedacht, ich gehöre eher so zu der zweiten Gruppe von Menschen. Und dementsprechend war ich begeistert, als meine Schwester mir irgendwann mal den Disco Fox Grundschritt beigebracht hat. Plötzlich hatte ich das Gefühl, jetzt kann ich tanzen.
jetzt habe ich es verstanden. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich dann kurze Zeit später auf einem Geburtstag war von einer Freundin, wo auch getanzt wurde und ich gefühlt den halben Abend auf dieser Tanzfläche war und immer diesen Disco-Fox-Grundschritt getanzt habe, ganz alleine, mit angestrengtem Gesicht, immer vor und zurück, im Kopf immer die Schritte am Mitzählen, damit ich nicht aus dem Takt gerate. Und ich dachte irgendwie, ja, ich kann tanzen. Im Nachhinein ist mir das etwas unangenehm, weil ich glaube, das sah eher ein bisschen albern aus. Und ich glaube, in meinem Glauben ging es mir ganz ähnlich. Ich hatte immer das Gefühl, dass mit dem Glauben, das kann ich nicht so gut. Ich weiß einfach nicht, wie das funktioniert. Irgendwelche Menschen reden über irgendein unsichtbares Wesen und bei manchen hört sich das irgendwie überzeugend an, aber ich war irgendwie gar nicht überzeugt. Und dementsprechend war ich ziemlich verunsichert, als ich vor 7 Jahren auf eine Bibelschule gegangen bin und gemerkt habe, das mit dem Glauben, das kann ich irgendwie nicht. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie man das macht. Und dann habe ich beobachtet, wie andere das machen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich tatsächlich einige Regeln des Glaubens erkenne. Irgendwann hatte ich dann verstanden, wie das mit dem Beten eigentlich geht, was für Worte man benutzen muss, wie man sich hinstellt beim Beten. Dann habe ich jeden Tag 10 Kapitel in der Bibel gelesen, weil ich gemerkt habe, ah ja, das ist so eine Sache, die macht man. Ich habe erfolgreich alles nachgeahmt, was ich so in meiner christlichen Blase gesehen habe. Und ich habe irgendwann genug Beobachtungen gemacht, um zu denken, na, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Jetzt kann ich das mit dem Glauben. Jetzt habe ich es verstanden. Vielleicht kennst du das ja auch. Vielleicht hast du auch dir solche Regeln des Glaubens zusammengesucht. Welche Regeln sind das bei dir? Was glaubst du, was man tun muss als Christ? Wie geht das mit dem Glauben? Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich noch keine Tänzerin bin, nur weil ich den Disco-Fox-Grundschritt beherrsche. Und es hat noch viel länger gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich noch keinen Glauben habe, nur weil ich meine selbst erfundenen Regeln des Glaubens beherrsche. Und das war eine ziemlich bittere Erkenntnis für mich. Und dann lese ich diesen letzten Satz in dem Text und verstehe etwas mehr, was Glaube bedeutet. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hineingehen, um ihren Dienst zu tun, weil die Herrlichkeit Jahwes das Haus Gottes erfüllte. Und ich liebe den Satz einfach. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hineingehen, um ihren Dienst zu tun, weil die Herrlichkeit Jahwes das Haus Gottes erfüllte. Ich habe das Gefühl, dass die Israeliten hier verstehen, es geht gerade einfach darum, Gottes Gegenwart zu genießen. Es geht jetzt nicht darum, irgendeinen Dienst zu tun, irgendwelche Regeln zu befolgen oder eingeübte Rituale auszuüben. Es ist gerade einfach Zeit für Gemeinschaft. Es geht nicht um mein Tun, meinen Dienst oder eben welche Regeln des Glaubens ich so anwende und entdecke. Es geht einfach um diese Gemeinschaft, um diese Gegenwart Gottes in meinem Leben, um diesen lebendigen Tanz mit Gott. Und ich habe so gedacht, ja, so soll mein Glaube sein. Mein Glaube soll sein wie ein lebendiger Tanz. Ein Tanz mit Gott,
lebendig, dynamisch. Ich will mich nicht um mich selbst drehen, wie so ein kleines Zahnrad, sondern ich will ein Gegenüber haben. Ich will einen Fokuspunkt haben. Ich will mich mit Gott und um Gott drehen. Diese ganzen Gedanken haben vor 7 Jahren angefangen. Und ich sehe mich immer wieder daran scheitern. Und ehrlich gesagt habe ich auch keine Ahnung, wie ich das verhindern soll, dass ich immer wieder daran scheitere. Und jetzt habe ich ein Problem. Als ich gestern Abend nochmal so über die Predigt nachgedacht habe, da ist mir aufgefallen, dass mir mein Predigtende nicht mehr gefällt. Und jetzt habe ich hier einfach nur ein großes X stehen. Viele durchgestrichene Worte. Und ich habe mir gestern Abend, als ich dann noch stundenlang wach lag, ungefähr 5 alternative Enden überlegt. Aber war irgendwie nicht zufrieden. Deswegen lasse ich das Ende einfach weg. Weil ich glaube, ein Predigtende hat irgendwie was von einem Abschluss. Aber eigentlich soll diese Predigt ja nicht enden. Die Predigt soll eigentlich ein Anfang sein. Und ich möchte euch ermutigen, selber über das Ende nachzudenken. Selber darüber nachzudenken, ja, was ihr jetzt mit diesem Bild macht, mit diesem Bild vom Tanz mit Gott. Die Tanzfläche ist eröffnet. Ich bete noch. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden, der heute gekommen ist und sich auf diesen Gottesdienst eingelassen hat. Und du siehst jeden Einzelnen, du siehst, ja, was dieses Thema mit jedem Einzelnen macht. Und ich bitte dich, dass du ja, uns die Woche und auch weiterhin begleitest, dass du ja, dieses Bild in unserem Kopf weiter wachsen lässt. Dieses Bild vom Tanz mit dir. Und Vater, ich danke dir so sehr, dass du wirklich ein Tanzpartner für uns bist, dass wir eben keine Maschinen sein müssen, sondern dass unser Glaube etwas Lebendiges und Dynamisches sein darf. Ich danke dir, dass wir keine Zahnräder sein müssen, die sich immer nur um uns selber drehen, sondern dass wir in dir einen viel besseren Mittelpunkt und Fokuspunkt haben. Amen.